So, Plugs. Plugs selber machen. Das hier, das Original. Ja, bevor jetzt kommt, ja, du Arsch, du hast ja das Original und du kannst es ja abgießen und machen und tun. Es gibt natürlich auch wahnsinnig schöne Sachen, wie man dieses leicht selber machen kann. Aber das jetzt im Video. So, servus, Plugs. Momentan ja so ein bisschen Hype wieder drum. Ich möchte erstmal Danke Monsieur Flix dazu sagen, weil ich glaube, mit so die Hauptidee kam von ihm, mit dem Aufbau. Gut, die hat jetzt leider keine dafür, aber der erste Grundgedanke war eigentlich, man macht ein relativ kleines Loch, wo man das Band dann festmacht und das ist eigentlich ein Tube mit einer Kugel drin. Das wohl so als Grundding, aber da sind wir nicht mehr. Wir gucken uns die amerikanischen an. Ich hatte ja mal gesagt, ich probiere sie nachzumachen aus Silikon. Gemischtes Silikon, anderes Video gucken. Essigvernetztes Silikon und Maisstärke, weil es gibt eine andere Schorhärte, wird härter. Normales Silikon drückt sich zu sehr zusammen, könnte einfach durchziehen. Ist trotzdem nicht so der Burner hin und her. Also da ist so ein Ding, hält, ja. Geht da so oben drüber. Manchmal rutscht es eher durch, weil die Reibungshärte doch nicht so gut ist und hat mir nicht ganz so sehr gefallen. Habe ich dann sein gelassen. Dann gibt es eine andere Sache. Dazu muss ich das Ding hier erstmal wieder ins warme Wasser legen. War mal eine Zwille, da habe ich schon rumgemacht. So, die andere Geschichte wäre jetzt, also wenn man sich den Plug so anguckt, so besonders konisch ist der gar nicht. So besonders weich, nachgiebig ist der auch nicht. Von der Härte, von der Oberflächenbeschaffenheit eigentlich so, dass das nicht so doll daran rutscht. Es kommt trotzdem immer wieder vor, dass das Band so reinrutscht. Deswegen auch grundsätzlich halt über die Gabel und nicht so rum. Tja, richtige Präzision schützen regt es ein bisschen auf, wenn es dann 2 mm reinrutscht, weil somit ist die Bandlänge wieder ein bisschen anders. Aber was, wie jetzt selber machen? Ja, da kam ich auf diese Geschichte hier wieder. Zeigen wir dann gleich mal. Mit dem. Also das jetzt wieder, dieses Polymorph, ist halt ganz hart. Passt. Kann man schön da reinmachen und man kann dann vor allen Dingen auch schön rumspielen, weil optisch, da gibt es halt noch ein Schwarz und Grün und Weiß, aber irgendwie so besonders doll, der Burner ist es nicht. Jetzt kann man mit dem Zeug rumspielen und kann sagen, okay, komm, ich mache da einfach mal so ein Auge drauf oder ich mache da andere Sachen rein. Da kann man durchgucken, da ist das so. Zu dieser Zwille E, also die, insbesondere kleine habe ich jetzt nicht hier unten. Ich finde keinen Punkt, um sie zu halten. Wenn ich sie oben halte oder sowas, bin ich automatisch immer an den Plugs und dann ist mit TTF oder sowas nicht. Also habe ich mir beim Nachgießen, weil die war mir überhaupt nichts, beim Nachgießen einfach mal so ein bisschen da weggemacht. Und siehe da, Ring kann man schön da reingehen, dass es schön hält. Da mit dem Daumen abgestützt, da setzt er sich hier an die Fingermulde. Mulde schön rein, somit passt es auch bei meiner natürlichen Breite, wenn ich die Hand so habe, da kann ich die Schleuder einfach so reinlegen und habe da was. Wenn ihr eine bestellt, ich würde eher die große nehmen, weil die große kann man halt da irgendwie richtig gescheit nehmen und hat dann noch Platz, auch die Bänder seitlich dran zu machen. Aber wir sind aber hier, also Plugs selber machen. So, haben wir schon gesehen, kann man da rummachen, kann man halt die Kugel reinmachen oder andere Geschichten reinmachen. Man kann auch weiter rumspielen und kann dann gleich sagen, ich gehe hin und mache eine Wasserwaage rein als Zielhilfe, dass ich die Schleuder so immer absolut ausrichte. Was dann ja, so beim Zielen, so wird man es ja praktisch selber sehen. Nicht mit mir da vorne, weil ich will kein Ziel sein. Das ganze Ding kann man noch mal weiter auf die Spitze treiben. Muss ich mal kurz umbauen für. Also, Cut. So, da mal
einen anderen drauf gemacht, der auch mit Wasserwaage da drin. Hey Kamera, kannst du dich mal auf dem scharf stellen? Genau, danke. Ich bin doch immer scharf und der nicht. Jetzt. Jetzt sieht man's. Bloß hat der hier hinten noch ein Schnibbelchen mit Pull. Also wenn wir da jetzt Pull machen, dann haben wir das ganze Ding auch noch beleuchtet. So zum Ausrichten. Hier seht ihr, da oben ist so eine kleine Delle. Das ist absichtlich, weil als Zielstachel kann man solche Dinge halt dann ohne viel Aufwand gleich mit einbauen. Habe ich hier bei der hier auch da so richtig, um dann da so drüber zu zielen. Durch die schöne Runde kann man das dann halt einstellen, dass es da passt. Somit hat selber machen ja doch irgendwie ein bisschen Vorteile. Kommen wir mal zu dem, zu diesem selber machen wie sonstiges. Dazu hole ich euch mal ran. Ja, solange es da noch ein bisschen rummacht, na wird schon. Nochmal zu der alten Geschichte. Also erster Grundgedanke wurden mal, es waren mal Ohrstöpsel oder sonstiges, aber es gibt hier auch zum Beispiel so Stopfen von Schränken oder ähnliches, die man da nehmen kann. Und mein Gott, es muss halt nicht unbedingt sowas sein. Geht auch die Möglichkeit zum Durchgucken. So, nehmen wir die mal raus, gucken wir mal eigentlich, was hat der an Maß. Muss ich andersrum halten und umdenken. Da ist zurück. Zero. Ne, stopp. Was zeigt er jetzt an? 18,6. 18,83. 18,84. 18,9. Das ist die Größe hier. So, jetzt macht er natürlich unterschiedlich dicke Bänder rein. Ja, und ja, die auch zu berücksichtigen sind. Zu machen sind. Bei den Silikonteilen sind die gar nicht so leicht zu machen. Da guckt die Kugel raus. So, deswegen bin ich davon weggegangen. Auch von diesen Formen weggegangen. Wenn ihr es jetzt selber baut, selber machen wollt, dann gibt es halt so Fräser. Da hat es 18 mm. Wenn ihr das Maß absolut genau haben wollt, weil ihr die Originalplatz nehmen wollt, und dann ist es mit 18 schon ein wahnsinnig großer Unterschied. Da gibt es welche, da kann man den Stift hier variieren und somit einstellen. Ist natürlich ein bisschen Fummelei. Aber na gut. Und dann, ich habe hier mal so testweise so Löcherchen da gemacht. Zwei Stück, einmal mit dem einstellbaren, einmal mit dem. Und da ist das hier mit dem Plug bei der Dicke, also sind 18 mm schon wenig, also wenn der Nachfall ähnliches. Oder halt dann doch lieber irgendeinen, den man so direkt einstellen kann. Komme ich mit meinen selbstgemachten hier so nicht mehr hin. Also für diese Bohrung, oder wenn ihr es macht oder ähnliches, dann selber welche machen. So, jetzt gucken wir uns die Geschichte hier mal an. Wo habe ich meinen anderen hin? Da. Und das da. So, zu dem, was ich hier drüben habe, was ihr jetzt gar nicht so gesehen habt. Also das war mal der Versuch einer Zwille in Polymorph. Und wenn man das in heißem Wasser reinmacht und lässt es da eine Zeit lang drin, dann wird das irgendwann da durchsichtig. Und da, wo das durchsichtig ist, da ist das knetbar und abziehbar und formbar. Und wenn die ganze Geschichte später wieder kalt wird, wird die wieder so hart. So, und dann kann man die ganze hier so schön kneten, machen, tun, formen. Wenn wir das da jetzt hier hin machen und sagen, okay, wir machen uns jetzt ein, grundsätzlich darauf achten, dass es am Rand übersteht, dass der da nicht durchgezogen wird.
Jetzt kann ich den mit dem Löffel ein bisschen zurechtfahren. Ich kann allerdings auch hingehen, wenn das so langweilig ist, und kann dann sagen, okay, ich mache hier mal eine Vertiefung, und der ist schon leicht kühl. Und setze zum Beispiel sowas da rein. Na, bei dem muss ich anders anfangen. Nochmal das heiße Wasser reinmachen, der ist schon zu kalt. Das Wasser ist nicht heiß genug. Aber fangen wir bei dem mal anders an. Also wenn ich den hier so habe, nehme und wickel das hier rum. Ah, tschüss. Ah, jetzt ist er weg. Doch nicht weg. Das Wasser ist zu kalt. Das Wasser ist zu kalt. Das Wasser ist zu kalt. Also wenn man es flach macht, sonstiges, dass die Wärme da überall schneller hinkommt, ist es besser. Dann so, machen wir mal Cut. Das erst warm werden lassen. Oder kann ich sonst noch irgendwas erzählen? Nee, eigentlich nicht. Tja, weiterer Versuch. Da ist noch ein Stöpsel, der ist noch nicht so richtig schön. So, wenn ich den da jetzt da mal rumwickel. Ja, schon hat man praktisch einen Plug für seine Rundung selber gemacht. Ich finde den eigentlich ganz witzig, weil da kann man durchgucken, da hat man nochmal eine Zielhilfe und so nicht schlecht. Ja, was ist das? Das sind diese Teile, die andere Leute sich in den Ort stecken. Dauert halt 4 Wochen, bis die da sind, weil AliExpress bestellt. Das ist der mit dem Baum. Ja, das andere hier praktisch mit Auge. Ich habe gesehen, da kann man so einen Zielstachel mit rausmachen, was das halt den Vorteil hat. Also, wenn da mal wieder raus, klick, Band weg, steigt jetzt gerade. Ich kann den hier halt drehen, je nachdem, wo mein Zielpunkt gerade hinwandert. So ist dadurch ganz interessant. Man könnte die ganze Sache jetzt auch länger machen und auch Striche drauf machen. Und also ich mag dieses Zeug noch immer, wahnsinnig gerne. Oder halt mit Wasserwaage, mit sonstigen. Spielt mal rum, weil so ein Ding kostet halt nachher richtig Geld. Und ihr braucht halt die Bohrung dementsprechend, wenn ihr es selber machen wollt. Oder die passende Schleuder dazu von ihm. Also der weiß schon, wieso er so ein komisches Master genommen hat. Also ihr seht da hinten, da ist nicht viel Platz. Die ist nicht besonders konisch. Und ja, die andere Sache wäre halt selber machen aus Silikon. Also hier ziehen mit dem Stöpsel direkt so. Klack. Also der Stöpsel, der geht relativ gut. Diese Geschichte mit diesem Abformen hier, funktioniert nicht so ganz hundertprozentig. Aber halt auch wieder mit sowas. Oder es gibt für Weinflaschen so Verschlüsse mit so Hüte drauf oder sowas. Ist halt auch schön. Vorteil ist, die Dinger mit den Kugeln drin, die bringen halt nochmal zusätzlich wahnsinnig viel Gewicht hier oben auf die Gabel drauf. Der jetzt, mal raus. Der jetzt halt gar nicht viel. Oder halt dann die Variante.
Man müsste jetzt nochmal heiß machen, punktuell heiß machen, mit Föhn heiß machen oder wenn man bloß einen Löffel heiß macht, dann kann man das nochmal glätten und so. Aber ja, das ist so meine Geschichte, Erfahrung mit diesen Plugs bis jetzt. Sind okay. Also jetzt hier original. Wenn man es mal hat, mal kennt, sowas ja, voll in Ordnung, voll witzig. Aber es ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei, nicht so das, was man unbedingt braucht. Und wenn ich mir die angucke, mit dem Gewicht hatten wir schon drüber gesprochen. Ich hatte jetzt noch keine in der Hand. Aber eine leichte Carbonschleuder und dann die Masse oben auf der Gabel zu bringen. Sorry. Ist vielleicht nicht so mein Ding. Zu den Schleudern muss nochmal später irgendetwas kommen, weil so doll ist es Massenware. Was ich eigentlich so nicht so sehr der Burner ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Video schon wieder. Viel zu lang.